Hallo, meine Freunde, Nacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde X4 Foundations. Ja, was machen wir eigentlich jetzt? Mission, würde ich sagen, machen wir, ne? Wir haben noch Mission Teladi. Habe ich eine offene Mission? Nee, ne? Was gibt's hier? Fliege zur Xenon Verteidigungsstation. Was soll ich da machen? Die haben wir auf aktiv? Warum? Was habe ich? Was habe ich? Was habe ich vorgehabt? Ich trottel. Moment mal, wann haben wir denn die ausgesucht, die Mission? Haben wir die aus? Ja, wir haben die ausgesucht, aber warum? Nee. Ich weiß nicht, warum wir diese Missionen drin haben als Aktivmission. Ich vergiss es. Achso, was wir nicht abbrechen können. Ja, okay. So, wir kümmern uns wieder um die Handelsgilden-Missionen. Da machen wir jetzt mal was Lustiges. Stimmt, wir wollten. Nee, Portfolio war es nicht. Das war es nicht. Das war es nicht. Genau, Wartung der Satelliten und Datenlecks stopfen. Diesmal machen wir es anders. Beim letzten Mal haben wir das ja repariert mit dem Reparaturlaser. Diesmal fliegen wir einfach ran. So, diesmal fliegen wir einfach. Nicht F1. Sondern das. Diesmal fliegen wir einfach an die Station ran und hören uns das Datenleck an. Und wenn das dann auch abbricht, dann wissen wir die Datenleck-Mission alle. Egal, ob man das mit Reparaturlaser macht oder ob man das. Was anderes kann man ja nicht machen. Es sind Buggy in meinen Augen dann. Alles andere ist bescheuert. Weil ich kann sie ja nicht lösen sonst. Reparieren kann ich sie nicht mit einem Reparaturlaser, obwohl da steht reparieren. Und ja, bleibt eigentlich nur abhören. In meinen Augen. Hier sind. Ah, merken wir uns mal. Rückkehr zur Normalität ist, glaube ich, Türme. Hochenergie-Klavisator. Das ist auch Rückkehr zur Normalität. Nee. Erstmal uninteressant. Kampfversion halten wir uns erstmal raus. Den Krieg gegen die Xenon werden wir uns auf jeden Fall noch anschließen. Das ist natürlich karg. Das ist bescheuert. Wenn jetzt hier karg rumfliegen, ist natürlich äußerst blöd. Weil wenn die da rumschwören, greifen die uns auch an. Kannst davon ausgehen. Ja, der ist schon auf dem Weg zu uns. Und ich fürchte, der hat vor, mit uns zu spielen. Da muss hoffen, dass die Schilde wieder aufgeladen werden, weil die Dinger sind Kacke. Allein schon aufgrund ihrer Waffen. Wir fliegen mal kurz noch um die Station rum. Stopp diesen Kriminal. Guck mal, was sie jetzt macht. Kommt jetzt immer noch dichter. Ah, hat sie gedreht? Ja, der hat gedreht. Der will spielen. Der will spielen. Wir machen mal ganz kurz. Ich weiß, speichern ist vollkommen bescheuert, weil der ewig braucht zum Speichern. Liegt das an meinem System? Ja, ihr seht schon. Also, das Ding.
Wir kommen kaum durch die Schilde durch. Und solange wir vor ihm sind, ist alles blöd. Die Station hilft aber mit. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn die Station mithilft, heißt das, dass da ordentlich Schaden raufkommt. Und oh, dass sie abgelenkt sind. Und dass in der Zwischenzeit unsere Schilder aufladen können. Aber mit Überhitzung haben wir so nicht so das Problem. Wir müssen auf jeden Fall die Waffen-Upgrade durchführen, sobald wir können. Oh, ich bin schon auf Nullschub und auf Minusschub. Weil das Ding so bockelarmarschig ist. Das sind karg. Und tschüss. Lässt was Interessantes zurück? Nö. Gut. Dann kümmern wir uns um unsere Mission. Wir haben ein bisschen Aua gekriegt. Ich glaube, unsere Hülle ist nicht mehr auf Max. Computer, stopp. Blöde Blechdose, mit dir redet doch gar keiner. Ja, ja, liquidiere wem anders. So, da ist ein Datenleck. Und jetzt hören wir uns das einfach an. Mission fehlgeschlagen, Ziel wurde zerstört. Datenleck stopfen. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Habe ich da gerade. Ich habe da was gesehen. Seht ihr dieses Blinken da direkt vor mir? Auf diesem Asteroid, auf den kleinen? Das war, glaube ich, auf den kleinen, ne? Das war nicht auf den großen. Da der Kleine, das ist wieder blinken. Da. Das ist eine Kristallformation. Damit macht man Folgendes. Ab, die schießt man ab. Sammelt alles ein, was man kriegen kann. Und das Schöne ist, das war gerade die Kristallformation, die den meisten Wert hat. Denn diese Kristallformation, wo sind wir, ist Inventarware und die kostet pro Stück, bringt sie ein, 250.000 im Schnitt. Quasi, wir haben gerade knapp 2 Millionen eingenommen, wenn wir die verkaufen. Und das sind die seltenen, diese hellblauen, diese, ich sag mal wirklich blassblauen. Davon gibt's noch mehr. Wir machen einfach mal eine kleine Kristallsuche. Wird eine etwas langweiligere Folge. Es gibt verschiedenfarbige, es gibt pinke, es gibt richtig blaue, also so tiefblau. Diese hellblauen, da ist einer. Es gibt gelbe und orangene. Und ich habe es geschafft, das sind... Da, ne? Komm, ich habe gerade hier was blinken sehen. Wo ist er hin? Manchmal sind sie ein bisschen da. Das sind die Orangenen. Zack, zack, zack. Einsammeln. Da war jetzt gerade ein instabiler Kristall dabei. Da müsst ihr aufpassen. Die sind öfters mal dabei. Diese instabilen. Das ist natürlich illegale Schwarzmarktware. Das einfachste, was man machen kann, ist, wenn man die hat, einfach ins Inventar reingehen, instabil, abwerfen, abwerfen, fertig. Da sind die Methodit-Kristalle, die Methodit-Kristalle bringen mal eben 30.000 ein. Also wir haben jetzt knapp, wir haben jetzt unsere 2 Millionen. Wir suchen jetzt noch ein oder zwei Kristallformationen, suchen wir noch. Dann dockt man ihre Station an. Und bist du Asteroid leer?
uninteressant. Mal gucken, ob wir hier ganz vielleicht was sehen. Das ist ein instabiler Kristall, die wir abgeworfen haben. Einfach mal durch Asteroidenfelder durchfliegen. Hin und wieder tauchen hier über so Container auf. Weil wenn die Bergbauschiffe die Asteroiden abbauen, sprengen sie da auch unter anderem raus instabile Kristalle oder Raumfliegeneier und solche Geschichten. Also sowohl illegale als auch legale Ware. Und gerade legale Ware sind zum Beispiel die Magnetsteine oder wieso heißen die? Ups, lag. Entschuldigung. Ups, lag. Das tut mir jetzt leid. Und die brauchen wir für eine Raumanzugbombe. Eine Raumanzugbombe ist wichtig. Oder EMP-Bombe gibt es, glaube ich, auch. Wir haben schon wieder Kristalle. Bup, 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 bup. Haben wir die Aguilit-Kristalle. Und ein Kristallvorkommen suchen wir uns noch. Wie gesagt, man sieht sie, wenn man so relativ langsam durch die Asteroidenfelder durchfliegt. Ich habe es beim Safe-Game mal gemacht, also dem anderen Safe-Game. Habe ich das mal so 10, 20 Minuten lang mal gemacht. Und hatte Glück, zweimal diese teure Kristallformation zu finden. Und dann hast du mal eben auf einen Schlag deine 4 Millionen zusammen. Also, das geht ratfatz, wenn du Glück hast. Ne? Wenn du natürlich Glück hast. Was ich nicht weiß, was ich mal testen wollte, was aber grandios schief gegangen ist, ist, ob diese Kristallformationen nachwachsen. Also nach einer bestimmten Ingame-Zeit oder Echtzeit, ob die dann nachwachsen. Dafür habe ich einfach mal eine Navbarke neben den Asteroiden geparkt, wo das Ding drauf war. Das Problem ist, die Navbarke bringt einem gar nichts, weil die Asteroiden wandern. Also die stehen nicht still an ihrem Fleck, die treiben so ganz allmählich in eine bestimmte Richtung. Ne, hier innerhalb des Feldes. Und da bringt es nichts, eine Navbarke einzusetzen, weil die Navbarke wandert nicht mit. Die bleibt stur an ihrem Ort und Fleck. Einfach stehen. Während die Asteroiden davon wegtreiben und schon hat man diesen Kristallformation nicht mehr wiedergefunden. Wäre halt interessant, gerade für die Kristallformation, die das meiste Geld einbringt, also diese teure. Und ja, hat leider nicht geklappt. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, irgendwie sich die Asteroiden zu markieren. Ich glaube aber nicht. Bei Terran Conflict war es ja noch, also bis zur alten Trilogie, sage ich jetzt mal, war es ja noch so gewesen, dass die Asteroiden einen Namen hatten. Da war es der Asteroid E, bla bla bla, wenn es ein Erzasteroid war. Da gab es ja auch keine leeren Asteroiden. Ich habe irgendwo hier ein leerer Asteroid. Ich glaube, auf dem war was. Und da konnte man die auf dem Radar noch erfassen, da waren die noch markiert. Und so konnte man, hätte man das da wahrscheinlich machen können, wenn es das da gegeben hätte. Wo blinkst du da? Das ist das normale Kristallvorkommen. Das Bandanit. Das ist so das häufigste, was es gibt. Auch mal aufpassen beim Einsammeln, also dass man da nichts zurücklässt. Ich habe es öfters mal so, dass ich da wirklich Sachen zurücklasse. Zack, da wollen wir hin. Da verkaufen wir gleich alles. Zack, denn dafür brauchen wir bloß den Händler. Also den Standardhändler, der auf den Stationen immer drauf ist. Damit kriegt man den auch. Das Geld. Wie gesagt, der Preis kann variieren. Also die 250.000 erreichen wir vielleicht nicht immer. Vielleicht jetzt auch gerade nicht bei dem. Vielleicht kriegen wir bei dem Bus 220.000 oder 230.000, aber das ist egal. Wir haben jetzt knapp die 2 Millionen komplett. Wo war sie? Da war die Andockbucht. Und dann schauen wir gleich mal was. Wir
begeben uns mal hier auf Missionssuche auf der Station, wenn wir die Kristalle verkauft haben. Ich weiß gar nicht, ob das im Sektor der Teladi funktioniert oder ob das nur im Sektor bei den Argonen ist. Und zwar die, ich sag jetzt mal, Mini-Story-Kampagne. Was wir auf jeden Fall machen werden mit dem Geld, kann ich jetzt schon sagen. Den Docking-Computer holen, wir uns einen Ausrüstungsdock suchen und den Docking-Computer kaufen. Computer, stopp. Ich sollte aufhören, dieses Wort zu sagen. Die Blechdose fühlt sich immer angesprochen. Hui! Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Erfolgreich angedockt. Aufstehen. Yes. Ich vergesse immer, wie hoch dieses Schiff ist. So. Wegen mir mit einem der nächsten Patches können sie einführen, dass hier Händler drin sind. Dass da Geschäfte drin sind. Solche Sachen fehlen mir. Mir fehlen... Ach, ich werde irgendwann, wie gesagt, ich mache ja noch ein Review. Ich habe... Warum läufst du in die falsche Richtung? Einbahnstraße, Jungs. Hallo. Okay. Okay, dann, ja, gut. So. Also, ich habe schon mal vorgestellt, das sind die Werkbänke. Hier kann man Sachen bauen. Gibt es jetzt hier einen Direktteleporter hin? Gehen wir testen. So. Kann ich Ihnen Händler. Helfen? Hübsche Ohrringe übrigens. Bitte zeig mir ein Angebot. Wir wollen verkaufen... Das Kristallstück, nein. 4 kriegen wir sogar für 290.000 los. Also erstmal kriegst du die 10 davon. Blub, 195.000. Dann kriegst du die Bandanit, 6 Stück davon, 201.000. Und die für 290.000 das Stück mal 7, macht man eben 2,2 Millionen Credits mit einem Schlag. Wow. Hallo. Komm, das Marschaktiv kriegst du auch noch. Kannst du haben. Den holen wir uns. Und den holen wir uns. Wofür wir Handlaser brauchen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Den Bombenwerfer, den braucht ihr, wenn ihr die Raumanzugbombe und die EMP-Bombe verwenden wollt. Das sind Sachen, die man craften kann. Vielleicht... Ja, gucken wir einfach mal. Oder auch 200. Da kommen wir genug Kohle. So, wir sind Millionär. Herzlichen Glückwunsch. Guten Profit Ihnen. Danke. Gucken, ob ich rein zufällig die Bauteile habe. Hier, Raumanzugbombe. Ist ja in Anführungsstrichen. Wir haben auch instabilen Kristall. Okay, werfen wir euch ab. Legal in Anführungsstrichen. Also der selbst ist legal, aber der instabile Kristall halt nicht. Das ist eine Raumanzugbombe. Das ist eine kleine Bombe, die man mit dem Bombenwerfer abwerfen könnte, wenn man relativ dicht an Stationen reinfliegen. Es gibt auch noch eine EMP-Bombe. Den werfen wir mal ab. Es gibt noch eine EMP-Bombe, die ist dafür gut, dass man... Jetzt kann man das schon sagen... Nee, lass ich weg. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich lasse es jetzt mal weg. Ist noch die Zeit? Ja, noch genug Zeit. Ah, Pizza Lido. Wir werden uns jetzt einen Raumdock suchen. Mit unseren Harrier hinfliegen und mal kurz ein paar Sachen aufwerten. Wie zum Beispiel... Steh mal bitte auf, Kollege. Ich muss dich echt feuern. Ganz im Ernst, du bist so hässlich mit dem Helm. Wusch. So, wir gehen mal daran, weil ich suche die Missionsbarken. Das ist keine Missionsbarke. Jawohl, gleich zwei.
Provision freigeschalten. Und, da kriegen wir hier. Ja, wird da eigentlich nichts anderes sein. Ja, Rabatt freigeschalten. Machen Sie es bitte nicht. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Entschuldigung, das war der Falsche. Ihren Angriff unverzüglich. Habe ich die aus Versehen getroffen? Wollte ich nicht. Entschuldigung, da ploppte gerade ein Zweiter auf. Ich wusste nicht, wer der Zweite jetzt ist. Entschuldigung. Algenbürsten. Gut, Algenbürsten übrigens und... Gott, wie hieß die anderen Sachen? Kohlestoff irgendwas? Filter? Ich glaube Kohlestofffilter oder so. Aufbewahren. Nie verkaufen. Es gibt hin und wieder so Missionen bei den Stationen, also die normalen Missionen, nicht die, die man jetzt hier so einsammeln kann. Wo die das brauchen für die Wasseraufbereitung. Und da fragen sie mal eben nach 15 Algenbürsten oder 20 Kohlestoff-Dixies. Einfach Mission annehmen, abgeben und mal eben so ein bisschen 100.000 Credits gemacht. Ich suche jetzt hier diese, das, die Dinger suche ich. Gucken, ob wir Glück haben. Klingt jedenfalls so, dieses ich brauche Hilfe, kann mich irgendjemand hören? Einen Moment bitte. Ich habe F gepresst. Oh ja, das sieht gut aus. Ich musste den Stimmenfilter deaktivieren. Ich fing schon an zu befürchten, dass diese Split meine Nachrichten abfangen würden. Ich bin fast etwas enttäuscht, dass es so leicht war. Ich nehme nicht an, dass sie von denen geschickt wurden, oder? Das wäre äußerst hinterhältig. Darf ich vorstellen, die Boronen. Eine Spezies, die vier? Tja, wie soll ich sie nennen? Ich lasse dich kurz reden. Ich denke, Geiselnehmer ist eine treffende und passende Beschreibung. Arbeitgeber? Nun, an manchen Tagen lassen sie mich auch in meinen Projekten arbeiten, ja. Oh ja, wie Sie wissen, befinde ich mich in einer Zwangslage. Ich gehe gerade unglaublich wichtigen und bedeutenden wissenschaftlichen Forschungen nach, die ich aber nicht von meiner aktuellen Position aus durchführen kann. Ich suche nach Assistenten, die mir dabei helfen können. Was brauchen Sie? Tut mir leid, ich kann nicht... Klar. Ich übertrage den Auftrag an Ihren Schiffscomputer. Das ist alles sehr aufregend. Wunderbar. Ich konnte das Gerät in einem Dockbereich in der Nähe platzieren. Sie sollten jetzt die Koordinaten erhalten. Ja, aber die Mission verschieben wir auf später. Wir geben uns ja erstmal auf den Weg zum... Übrigens hier, die gelben Asteroiden sehen wir jetzt, weil wir noch im Scan-Modus sind. Da erkennt man zum Beispiel da einen Erz-Asteroiden, da einen leeren Asteroiden. Das ist ein Silizium-Asteroid. Das müsste ein Nividium sein und das ist wieder ein Erz-Asteroid. Nur mal so, falls ihr Missionen kriegt, fliegt zu ressourcenreichen Stellen hin. Ne? Das sind die Farben. Nix ist nix. Gelb ist Erz, bläulich Silizium und lila ist Nividium. Eis erkennt ihr generell. So, wir begeben uns jetzt aber auf den Weg zum nächsten Raumdock. Also zum nächsten Ausrüstungsdock. Ich glaube, oder doch ausrüsten. Ne, wir gehen zum Raumdock. Leitsystem setzen. Zack. Und dann kümmern wir uns um die Mission. Das kleine Wesel, Wuselwesen da, war ein Vertreter des Volkes der Boronen. Ist in Rebirth nie aufgetaucht. Ist in X4, zumindest für mich, eine Überraschung gewesen. Weil... Letzte Info, die ich noch hatte von Egosoft, okay, die war von der letzten X-Con, die ist aber schon ein Jahr her. Das war da, wo sie X4 angekündigt haben. War gewesen, sie sind sich noch nicht einig darüber, wie sie die Boronen aufgrund ihrer Eigenart als Volk, da sie ja reine aquatische Lebensform sind, oder ist es nautische? Ich weiß es nicht. Also, Fische in Anführungsstrichen.
sind und ständig sich im Wasser aufhalten müssen, um zu überleben, sind sie sich nicht einig, wie sie das mit den Stationen und mit den Schiffen machen sollen. Also mit den Boronenschiffen, Boronenstationen. Ne, für die, die kein Borone sind, wie die mit deren Schiffe umgehen können, wenn sie die kaufen wollen. Oder ja, Ware benötigt, schön wär's. Und solche Geschichten. Aufgrund dessen hieß es, dass die Boronen mit X4 erstmal nicht ins Spiel kommen. Also entweder haben wir das alle falsch verstanden, dass wir verstanden haben, Boronen gibt es nicht in X4, oder es war wirklich tatsächlich nur das gemeint, weil das ist der einzige Vertreter des Volkes, der Boron, auf den wir treffen werden. Oder die Vertreterin, ich weiß nicht, ist sie weiblich, ist er männlich? Ich weiß es nicht. Fische haben ja Geschlechter, Fische sind ja nicht zwiegeschlechtlich. Also ist echt die Frage, männlich oder weiblich? Ich weiß es nicht. Vom Namen her kann ich es auch nicht urteilen. Das Gutwesen sagt uns doch ja ihren Namen. Aber von der Stimme her würde ich sagen, weiblich. Auf jeden Fall, einziger Vertreter aktuell lebt in einem Tank. In einem Tank, nicht in einem Nährtank. Und ist aktuell, wie gesagt, der einzige Vertreter seiner Spezies im Spiel. Du bist ja ein schneller Xenon. Macht aber Hoffnung darauf, dass wir noch weitere Xenon kennenlernen werden. Aber Moment, ich werde es hier an dieser Stelle mal Spiel pausieren, denn diese Folge ist vorbei. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder, wenn wir am Dock angekommen sind. Die Parade dahin, wie wir dahin fliegen, spare ich euch mal. Wir sehen uns gleich am Raumdock wieder. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns am Montag wieder. Heute ist, glaube ich, Samstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.